Für Assistenzarzt Niklas Klemm ist die morgendliche Visite auf der Orthopädie Routine. Für größten Trubel soll allerdings später noch sein neuester Patient sorgen. Dabei ist Kfz-Lackierer Frank nur auf Drängen seiner Ehefrau in die Klinik gekommen. Was ist denn passiert? Ich bin gestolpert auf der Firma. Mir hat wehgetan, Prellungen überall. Jetzt gerade eben passiert, oder? Vor 3 Tagen in der Firma über einen Autoreifen gestolpert. Eigentlich nichts Wildes, ein paar Prellungen. Okay. Und na, du hast aber schon ganz schön Schmerzen, ne? Also nicht nur hier der Arm, sondern auch im Hüftbereich und der ganze Oberkörper tut ihm weh. Schon als ich in das Behandlungszimmer reingekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass die Frau eigentlich der Hauptverursacher des Krankenhausbesuches war. Er hat irgendwie ihren Mann dazu gedrängt zu kommen. Warum der Mann eigentlich trotz seiner deutlichen Beschwerden eigentlich nicht ins Krankenhaus wollte, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Okay, waren Sie denn davor jetzt schon bei irgendeinem anderen Arzt? Ich meine, 3 Tage, wenn es auf der Arbeit passiert ist, ist das letztendlich ja, vielen Dank, ein Arbeitsunfall. Das muss man auch durchgangsärztlich aufnehmen, auch aus versicherungstechnischen Gründen. Ich meine, das können wir heute auch noch machen, alles gar keine Frage. Aber trotzdem sollte man das ja zeitnah machen. Waren Sie beim anderen? Bin ich gewesen. Okay. Da hast du auch ein paar Prellungen, nichts, schmerzhafte Prellungen. Das tut wirklich weh, aber... Hat er irgendwelche Röntgenbilder von Ihnen gemacht? Nein. Nein, nicht. Na gut, aber irgendwas muss in den letzten Tagen sich verschlechtert haben, dass Sie heute noch mal hier hingekommen sind. Ja, es tut halt wirklich weh. Meine Frau lässt da nicht locker, dass ich unbedingt hier hin muss. Es sind nur Prellungen. Okay, Sie haben da also darauf bestanden. Ja, auf jeden Fall. Er konnte sich immer schlechter bewegen. Es ist wirklich die 3 Tage meiner Meinung nach deutlich schlechter geworden. Ehefrau Katrin behält mit ihrer Einschätzung recht. Auch wenn ihr Mann seine Verletzungen herunterspielt, sie bereiten ihm höllische Schmerzen. Bei näherer Betrachtung der Blessuren wird dem Arzt schnell klar, dass an der Geschichte des 45-Jährigen irgendwas nicht stimmt. Okay, also hier haben Sie große Schmerzen, hier in dem Bereich. Ja, bitte nicht draufdrücken. Und das hier tut auch schon sehr weh. Ja. Ja, das tut auch weh. Das geht aber hier hinten. Eine Wirbelsäule geht, ne? Die Wirbelsäule geht, ja. Okay, wunderbar. Gut, dann ist der größte nächste Punkt. An der Hüfte hatte er auch Probleme. Okay, hier ist auch schon ein großes Hämatom. Ja, also das sieht man auch, das ist nicht von heute, ne? Also 3 Tage, das... Schon. Haben Sie aber lange durchgehalten, wenn Sie damit 3 Tage durch rumgelaufen sind? Ja, ich bin halt unglücklich gefallen. Das geht auch wieder von alleine. Das hier sieht natürlich fast aus. Bitte nicht draufdrücken, bitte. Das, wo sind Sie denn drüber gefallen? Oder wo sind Sie denn gefallen? Was ist denn? Da kann ich mal, das ist ja Wahnsinn. Ich bin einfach nur über den Autoreifen gestolpert. Da ist nicht viel gewesen, deswegen kann das auch nicht viel sein. Der Patient hatte berichtet, dass er über einen Reifen gestolpert sei. Von dem Verletzungsmuster hat das einigermaßen zusammengepasst. Er hatte Verletzungen wirklich auf der rechten Körperseite. Der rechte Ellenbogen war kaputt. Die rechte Hüfte hat sehr stark geschmerzt. Er hatte diese Verletzung am Brustkorb. Dennoch ist es doch sehr unwahrscheinlich, wenn man auf der Arbeit, also in einem eigentlich konzentrierten Zustand fällt, dass man sich 3 so schwere Verletzungen zuzieht. Man könnte jetzt diese Verletzung am Arm erwarten. Man versucht, sich irgendwie abzufangen. Diese Schwere dieser Verletzung hat für mich nicht ganz zu einem einfachen Sturz über einen Reifen gepasst. Ja, also Sie haben... Entschuldigung. Ja. Wer ist denn Sören? Alles gut, ist ein Arbeitskollege nur. Alles gut. Okay, nicht so wichtig, können wir uns bestimmt nachher drum kümmern. Also wir warten jetzt erst einmal die Röntgenbilder ab und schauen weiter. Gerade der rechte Ellenbogen gefällt mir gar nicht. Da sind wirklich sehr, sehr starke Schmerzen. Da kann auch irgendwas gebrochen sein. Das müssen wir auf den Röntgenbildern gucken. Mich wundert halt jetzt wirklich, dass Sie gesagt haben, Sie waren beim anderen Arzt und haben da irgendwie keine Röntgenbilder gemacht. Ja, also das hätte ich auf jeden Fall, glaube ich, hätte jeder andere Kollege gemacht. Ne? Ja. Ich war so voll, ich bin wieder gegangen. Okay, Sie waren beim Arzt, aber Sie haben den Arzt gar nicht gesehen. Ich habe den Arzt nicht gesehen. Okay, gut, weil das... Juli ist im Umzug, wir haben noch keine Zeit, Mensch. Da stundenlang warten, da sind nur ein paar Prellungen und dann... Mann, du hättest es wirklich einmal... Geben Sie mir ein Schmerzmittel und lass mich einfach wieder gehen, das passt schon. Auch Tochter Julia ist gekommen, um ihrem Vater beizustehen. Sie steckt in den Umzugsvorbereitungen, weil sie demnächst für ihr Studium nach Hamburg zieht. Doch das geriet durch die Verletzungen ihres Vaters in den Hintergrund. Wie ich den Verdacht schon geäußert habe, der Ellenbogen ist absolut nicht in Ordnung. Sie haben sich da einen Bruch des Ellenbogens, wie mein Volksmund sagt, also des Olekranons, zugezogen. Und darüber hinaus haben sie sich mindestens 2 Rippen gebrochen, wie man das auf dem Röntgenbild sieht. Ja, das passt auch zu diesem großen Hämatom und zu diesen Schmerzen, die sie beim Einatmen haben, dass er nicht so tief einatmen kann. Also damit ändert sich die Situation ein wenig. Die Rippen, die wachsen von selber wieder zusammen. An der Hüfte reichen Schmerzmittel. Aber an dieser Olekranon-Fraktur, die muss man operieren. Die muss man auch
relativ bald operieren, weil sonst dieser Muskel immer weiter sich verkürzt. Das geht jetzt nicht. Da haben wir aber keine Zeit für. Julia zieht um. Nein, da muss ich mit anpacken. Aber machen da können Sie sowieso nicht helfen. Und dann nee, Frank, ja. Das geht jetzt wirklich mal vor, deine Gesundheit. Ich hab doch einen linken Arm, das passt schon. Ich hab Freunde, die mir helfen können. Mach dir keinen Kopf. Es kommt schon öfter vor, dass Patienten sich gegen Behandlungen sträuben. Häufig ist es ja im Fall der Männer so. Im Fall von Herrn Lemke ja, war ich allerdings echt verunsichert, weil er offensichtlich tierische Schmerzen hatte und sich gegen jegliche Behandlung gesträubt hat. Aber warum, das konnten wir uns nicht erklären. Ja, ich will Ihnen da auch nicht Ihre Illusion kaputt machen, aber mit dem Arm können Sie beim Umzug sowieso nichts machen. Dieser Arm ist aktuell nicht einsatzfähig, einfach weil die Kraft. Ja, dann lassen Sie sofort operieren. Gut, sofort heute werden wir das jetzt nicht mehr hinbekommen. Sie haben gegessen. Das muss man eine vernünftige Operationsvorbereitung machen. Ich kann nicht hierbleiben. Sie müssen auch erst mal mit dem Anästhesisten sprechen. Wir haben jetzt gerade keinen verfügbar. Ja. Der OP-Plan ist voll. Da müssen Sie sich schon einen Moment gedulden. Das ist kein absoluter Notfall. Man sollte das zeitnah machen. Ja. Ich würde das für morgen planen. Na, dann lassen Sie zu Hause gehen und dann kommen wir morgen wieder. Und dann Frühstück. Hier jetzt auf die Station legen. Dann kriegst du nachher Nein. das Gespräch. Lass uns wieder nach Hause gehen. Das geht nicht. Frank, du kannst doch eine Nacht hierbleiben. Ist doch kein Problem. Die Situation war etwas diffus. Zuerst hat er irgendwie eine operative Behandlung abgelehnt. Er war gar nicht dafür, dass wir ihn operieren. Nachdem ich ihn eindringlich aufgeklärt habe, dass das kein gutes Ende haben würde und er auch mit so einem gebrochenen Arm nicht nur gerade aktuell beim Umzug, sondern auch bei weiteren Umzügen sehr wahrscheinlich nicht weiter anpacken kann, hat er sich dann entschieden, sich doch operieren zu lassen, wollte das dann aber möglichst schnell hinter sich bringen, um dann wahrscheinlich wieder schnellstmöglich das Krankenhaus zu verlassen. Aber was ich immer noch nicht verstehe, was mich echt stutzig macht, Sie sind über einen Autoreifen gefallen? Sorry, dass ich da so frage, aber das ja. Wir stolpern dann noch ein paar Stufen die Treppe runter. Das, das hast du gar nicht erzählt. Ja, das passt. Ja. Passt dann schon eher, weil. Verstehst du das nicht? Slapstick-Nummer, da machen wir keine Werbung mit. Ja, aber wir sind deine Familie. Wir wollen das auch wissen, wenn mir irgendwas passiert, Papa. Ja. Dann macht ihr euch nicht wieder Sorgen. Ich bin gestolpert. Papa, ich weiß, das ist gerade ungünstig. Aber mein zukünftiger Vermieter hat geschrieben, dass die Kaution nicht überwiesen wurde. Und. Ja, die Wohnung wird dann weitergegeben, wenn es bis morgen nicht überwiesen wird. Da soll das Geld drauf fahren. Ich habe gestern überwiesen. Wer muss sicher? Das Geld haben? Ja, dann werde ich das nochmal bescheiden. Okay. Dieses Problem konnte der Familienvater also bereits am Vortag aus der Welt schaffen. Trotzdem kann sich der 45-Jährige nicht entspannt zurücklehnen. Denn neben seinen heftigen Schmerzen belastet Stefan noch etwas ganz anderes. Er hat Angst. Bis gleich wieder da, ja? Ja. Was? Mir ist ja furchtbar. Warum aufpassen? Hm? Wir fahren doch nach Hause, holen was zum Anziehen. Seid meine Familie, seid einfach vorsichtig. Ich brauche euch. Okay? Okay. Ja, die sind ja schon groß, die Mädels. Hm? Alles gut. Bis später. Bis später. Bis später. Tschüss. Wenn ich denn hier bleiben muss, haben wir noch ein Doppelzimmer, wo ich mit dazu kann? Wir haben jetzt momentan leider nur ein Einzelzimmer. Ich hätte lieber jemand zum Reden mit dabei, ungern alleine. Normalerweise ist es so, dass gerade jüngere Patienten, wenn sie ein Einzelzimmer bekommen können, immer sehr glücklich darüber sind. Es kommt schon mal vor, dass ältere Patienten nicht so gern alleine sind. Was mich jetzt im Fall von Herrn Lemke total verwundert hat, er ist ja jung und er hat halt ja explizit danach gefragt, ob er noch jemanden auf dem Zimmer hat. Er wollte halt nicht alleine sein, so hat es den Eindruck auf mich und meine Kollegin gemacht. Im späteren Verlauf sollte sich dann auch herausstellen, warum er nicht alleine sein wollte. Der Kfz-Lackierer hat nämlich ein belastendes Geheimnis, das er noch niemandem anvertraut hat. Frank hat bereits notgedrungen sein Einzelzimmer bezogen, als es später auf der Orthopädie zu einem kuriosen und äußerst schmerzhaften Zwischenfall kommt. Ja, auf jeden Fall ist der Sozialdienst beantragt. Okay. Ich mach gerade hier den. Okay. Hast du das gerade gehört? Ja, was war das denn? Ja, was war das? Hat das okay, ja, kam das von dir? Hallo? Was passiert? Was passiert? Alles gut? Oh, mein Handy. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt ihr Bescheid. Wie ist denn mit dem Handy passiert? Was haben sie denn hier gemacht an der Hose? Oh, es gab auf einmal einen Knall und einen. Oh. Ein Knall? Danke okay, mal. Ich fasse es mal nicht an, das ist wahrscheinlich noch warm. Das ist explodiert oder was? Als ob der Ofen scheint. Okay, ich zieh mal hier einmal runter. Ja, du einmal. Autsch, das sieht aber fies aus. Und das war das Handy? Ja. Haben Sie irgendwas Besonderes gemacht mit dem Handy gerade oder einfach so? Der Akku ist ja die ganze Zeit schon im Arsch. Ich hab das die ganze Zeit im Ladekabel. Ich hab's mal gelesen, dass man das Handy auf einer Heizung, also so Wärme, so dass man da das Handy besser hält. Sie haben das auch in eine Heizung gelegt? Ah ja. Man kennt vom Winter, dass Handys in der Kälte sich schneller entladen, dass man soll die deswegen am Körper tragen.
Durch die Körpertemperatur entleert sich der Akku nicht ganz so schnell. Aber daraus den Schluss zu ziehen, dass man das Handy oder die Akkuleistung verbessern kann, indem man das Handy in eine sehr warme Umgebung, also zum Beispiel auf eine Heizung legt, dieser Schluss ist absolut falsch. Dadurch kann es zu Kurzschlüssen innerhalb des Akkus kommen und dann eben sekundär zur Explosion, so wie wir das in diesem Falle gesehen haben. Das ist auch gut. Ein bisschen verbrannt. Ja, das ist auch ein bisschen verbrannt. Ich würde das mal empfehlen. Also es ist nichts Dramatisches, ja. Er hat da drumherum auch keine Schmerzen. Ich habe gerade, als er gesprochen hat, das Bein was bewegt. Mehr ist da nicht passiert. Ja, also da sind sie echt nur mal wahrscheinlich mit einem großen blauen Fleck davon gekommen. Das hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Muss man echt mal gucken. Fasst das besser nicht an. Das ist auch gesplittert und so. Ich will jetzt auch nicht, also nicht unhöflich gemeint, aber fegt das am besten nachher mal auf. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen warm und gesplittert. Okay, ich gehe erstmal gar nicht anfassen. Lass das erstmal da ein bisschen liegen. Und wir werden das morgen dann einmal kontrollieren, nachdem sie den Verband mit der Salbe haben. Okay? Nach der Explosion des Handy-Akkus kehrt auf der Orthopädie erstmal Ruhe ein. Das soll sich jedoch am Abend ändern, als der verletzte Kfz-Lackierer Besuch von einem angeblichen Freund bekommt. Kurz darauf erscheint auch Franks ahnungslose Familie. Ah, noch mehr Besuch. Hallo. Hallo. Ist aber hier. Wo müssen wir denn hin? Ach, Sie wollten hier nochmal klar fahren. Genau, ja. Ja. Genau, da ist auch gerade schon jemand. Ach, wie ist denn da? Er hat Besuch. Ey, sind Sie bescheuert? Ich hab mich hier eine Ausnahme gemacht. Was ist Sören, Papa? Was wollte der denn von dir? Das ist der, warum schlägt er dich? Das ist der Autoreifen. Was? Was? Das Geld für deinen Umzug hat einfach nicht gereicht. Er hat mir dann halt 8.000 Euro geliehen. Er hat es mir angeboten, gesagt, dass ich hätte ein Jahr Zeit zurückbezahlen. Und jetzt war das Geld halt sofort zurück. Aber warum hast du das nicht direkt gesagt, dass das Geld nicht gereicht hätte? Ich hätte was anderes machen können oder Geld gespart. Du musst die Ausbildung machen. Ja, aber das ist doch keine Lösung. Wir hätten uns irgendwas überlegt, Frank. Aber warum kommst du denn nicht zu uns? Das heißt, was meinen Sie jetzt gerade eben, das war der Autoreifen? Sind Sie gar nicht gestürzt über den Autoreifen oder was ist? War das gar kein Arbeitsunfall? Er hat mich zusammengeschlagen. Okay. Oh Gott, ja, wir müssen ihn anzeigen. Okay, dann macht das auch alles einen Sinn. Okay, und jetzt gerade ist er noch mal hingekommen, um Sie zu bedrohen, weil Sie nicht bezahlt haben, oder? Weil ich das Geld nicht hab so schnell. Okay, und warum wollten Sie sich nicht operieren lassen und nicht hier bei uns bleiben? Weil ich wusste, dass er kommt. Der hatte mir geschrieben, die ist nicht. Ah, okay. Wie haben Sie das Geld denn gerade, oder? Nein, woher? Ich muss ja vorerst mal zur Bank gehen. Okay, ja, ich kann Ihnen erstmal gut, grundsätzlich, das kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, dass Sie das anzeigen, dass wir auch heute Abend noch die Polizei vorbeikommen, das aufnimmt. Ich meine, wir haben das alles gesehen, das war ja eine Körperverletzung. Sie haben hier eine kleine Wunde, die habe ich mir gerade angeguckt, da müssen wir nichts nähen oder so, ist nur eine blöde Stelle. Ich lasse ihn danach laufen und dann haut er mich halbtot. Dann ja gut, wir haben alle das gesehen. Darüber hinaus, wir müssen auf jeden Fall, Sie liegen ja leider noch alleine. Hatten Sie deswegen so Angst, alleine auf ein Zimmer zu kommen? Genau, wollte ich gerade fragen. Das ist auch der Grund, warum Sie nicht alleine liegen wollten, ne? Ja, auf jeden Fall müssen Sicherheitsdienst Bescheid sagen. Ich habe angesagt, die wollten schauen, ob die den noch abfangen. Okay. Ich würde Ihnen aber Bescheid sagen, dass der auf jeden Fall Hausverbot hier bekommt. Ja, und ich würde die Polizei jetzt anrufen, dass die heute jetzt noch kommen und da wenigstens eine Anzeige erfolgt. Und hatten Sie auch deswegen so Angst, dass er Ihrer Familie was tut, als Sie eben meinen? Natürlich. Was dem noch alles fähig ist. Was ist das denn für ein Mensch? Ich kann den Herrn Lemke schon verstehen, dass der da nicht direkt mit zur Polizei gegangen ist mit dieser Situation. Er hatte einfach Angst, dass das alles noch schlimmer wird und vielleicht auch seine Tochter da irgendwie mit reingezogen wird. Im Endeffekt, glaube ich, wäre es die richtige Entscheidung gewesen, da doch die Profis dazu zu holen. Und das haben wir dann auch am Ende gemacht. Die Operation von Franks gebrochenem Ellbogen verlief ohne Probleme und der Familienvater erholt sich gut von seinen Verletzungen. Dank eines günstigen Bankkredits konnte er seine Schulden bei Sören begleichen. Der brutale 48-Jährige muss sich demnächst vor Gericht verantworten.